Ja, fortfahren, Moment. Entschuldigung. Und ja, die Maschine habe ich 19, die ist Baujahr 86 und die habe ich so 2002 erworben. Ja. Und der Vorteil von der Maschine ist, sie hat einen sehr stabilen Aufbau und kann auch einen sehr langsamen Vorschub fahren. Das ist ganz wichtig hier bei der Sache, dass da nichts anfängt und spannt sich auf. Ja. Also es ist also wirklich, wenn wir fahren im Moment mit 0,2 Millimeter pro Minute. Das heißt also tatsächlich für 10 Millimeter dementsprechend braucht das Teil. Oder für 20 Millimeter brauchen wir 100 Minuten im Schnitt. Wenn also ein Objektiv 80 Millimeter Durchmesser hat, sind das entsprechend 400 Minuten, die wir da durchschneiden müssen. Ja. Ich Ja. kann gerne mal ein Foto teilen, wenn du Ja, das gerne. Video mal rausmachst, da zeige ich mal, wie so ein geschnittenes Objektiv direkt aussieht. Da sieht man mal wo muss ich das mal beim Zoom Bildschirm freigeben? Genau. Okay. Sascha Kohorst. Moment. Das war noch nichts. So. Ich glaube, du musst das freigeben, dass ich das kann. Ja, ich gebe es dir jetzt. Du bist Jetzt. freigeschaltet. Ja, Ja. jetzt habe ich. Und zwar, ich nehme mal den hier. Teilen. Und zwar, jetzt seht ihr ein Objektiv, das ist ein Zoom-Objektiv für eine Kinofilmkamera von Zeiss. Da sieht man also die eine Hälfte, ja, die ist noch gut zusammen. Und die andere, das war die obere Hälfte, die ist beim Schneiden wirklich durcheinander gefallen. Ja. Sieht man Du. das? Man sieht sehr gut, ja, perfekt, Ja. perfekt. Und das ist also dann sehr aufwendig auch zu machen. Die untere Hälfte, die kann ich im Prinzip am Stück schleifen, aber oben das muss alles einzeln gearbeitet werden. Ja. Und da gehe ich immer wie folgt vor. Ich mache dann immer die schlechte Hälfte zuerst. Also die, wo das so durcheinander gefallen ist, die mache ich dann zuerst und nutze dann die noch gute Hälfte halt eben als Bild sozusagen, dass ich weiß, wie das ganze Teil zusammenkommt. Ja, hier in dem Fall ist das begründet dadurch, dass diese Zoomglieder hier dreifach im Durchmesser aufgehängt waren und halt eben hier im unteren Teil, da sind zwei Aufhängen, im oberen nur noch eine. Das ist dann natürlich auch schon ein bisschen schwierig, die Teile dann so wieder einzusetzen und so zu kleben, dass man A, die Klebung nicht so sieht, das Ganze dann trotzdem noch hält. Ne? Gut, ja, Frage, wird dann. das trocken geschnitten oder nass? Das wird nass geschnitten, komplett nass. Aber das sehen wir Und gleich. man sieht auch das an der oberen Hälfte, das war ja die unten ist. Da sieht man auch, dass die dunkel ist, die ist feucht. Die obere, die ist dann eher grau. Da kommt ja dann im Prinzip keine Flüssigkeit nicht an die Metalle nicht, die Linsen schon, ja. Und hier sieht man auch schön, wie das Sägeblatt da durchgelaufen ist. Das sind dann Risse in der Linse drin. Da sind manchmal Kugeln oder Schraubenköpfe, die zum Teil mitgeschleudert werden oder auch Blenden und so weiter, was halt eben dann solche, naja, Spuren dann hinterlässt. Die müssen dann halt eben rausgeschliffen werden. So, ich tue es mal wieder stoppen. Zack. So, jetzt haben wir uns gefunden. Genau, jetzt können wir ja weitergehen. Gerne. Wir haben ja die Bilder. So, also hier haben wir nochmal die Schneidemaschine vom Fritz. Ja. Da sehen wir mal einen Fritz bei der Arbeit. Ja. Ja. Dann. Das macht auch Krach, diese Schleifenmaschine. Ne? Also es ist Ja. ja, Fritz, du sagst ja, es ist ein Schleifen mehr als ein Ja. Schneiden. Es Ja. ist wirklich wie man mit einer Trennscheibe, muss man sich vorstellen, etwas durchtrennt, so ist das hier auch. Ja. Das ist ja kein Sägeblatt in dem Sinne, es ist wirklich eine Trennscheibe. Eine Und ich sehe die diamantbestückte Schicht. Trennscheibe. Dann hier, da stellst du ja in der Elektronik von der CNC-Maschine deinen Vorschub ein. Richtig, Ja. Vorschub, Drehzahl und den Weg, den die Maschine fahren muss. Das wird in meinem. Hier oben sieht man auch, ist eingeblendet Auto, oben links in dem Monitor. Das heißt, das Programm läuft auch dann automatisch durch. Jawohl. Hier sieht man nochmal den Fritz bei der Arbeit. Und hier sieht man mal, wie ein Objektiv eingespannt ist. Ja. Und die Trennscheibe dazu. Hier ist es schon etwa 1 Millimeter im Material drin. Ne? Da Ja. sind wir schon am Anfang. Genau, und da sieht man ja auch die Tropfen. Das heißt, dass es ja auch Ja. nass geschnitten wird. Ja. Genau.
In dem Moment, da hatte ich mal kurz das Wasser ausgemacht, den Vorschub angehalten, damit man das mal so sieht. Und Ja, hier genau. im anderen Bild sieht man dann wieder natürlich, dass das nass geschnitten wird. Da ist auch eine Emulsion drunter, das ist so ein Kühlschmiermittel. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was zu schneiden. Ich habe so da verschiedene Möglichkeiten. Genau. Und dann schneidet es und schneidet und schneidet, wie wir es ja vorhin schon hatten. Für wir haben ja zwei Objektive schneiden lassen, Richtig. beziehungsweise wir haben dem Fritz zwei geschickt, ein größeres Zoom-Objektiv. Ja. Das war dann 10 Stunden, glaube ich, in der Maschine drin. Ja, das ist fast genau 10 Stunden gelaufen. Genau. Und das kleine, was wirklich ein winzig kleines Objektiv ist, vergleichbar in der Größe fast mit einem Leica Summaron-Objektiv. Das hat dann 4 Stunden geschnitten. Richtig. Ja. Und während dieser Schneidezeit ist es aber auch so, dass du auch da immer mal wieder das Kühlschmiermittel nachfüllen musst und Ja, na, selbstverständlich. hast immer vorbereitende Arbeiten noch für den nächsten Arbeitsschritt. Ja. Ich meine, das Objektiv, das wäre jetzt einfach zu spannen, aber wie zum Beispiel eben das Zoom-Objektiv, das ist so lang gewesen, das kriege ich gar nicht auf den Schraubstock. Ja, da muss ich dann auf Maschinentisch selbst das Teil aufspannen und dann mit irgendwelchen Spannklammern und Bratzen von der Seite her das befestigen. Ja, ich kann ja nicht von oben drauf spannen, sondern ich kann immer nur von der Seite her befestigen. Das muss entsprechend ausgerichtet werden. Ja, das ist schon, da ist schon je nachdem, was es für ein Objektiv ist, auch sehr viel Arbeit mit. Oder Kameras, Kameras mit Objektiv zum Beispiel, habe ich auch schon geschnitten. Unter anderem auch eine S2 mit einem Objektiv. Ja, da brauche ich allein eine gute Stunde schon nur für die Vorbereitung. Ja, genau. Und hier sieht man so sieht dann das Schnitt aus bei dem kleinen Objektiv nach fast 4 Stunden. Ja, und so die letzte halbe Stunde bist du ja immer dabei. Ja. Da bin ich dabei, weil man kann nie so ganz genau sagen, wann das jetzt fertig ist. Ich fahre zwar das Sägeblatt da dran, ich messe auch den Durchmesser, aber ja, manchmal rückt vielleicht doch was und ich möchte nicht, dass die obere Hälfte abfällt beim Schneiden. Da kann dann schon mal auch ein Glas bei kaputtgehende Linse oder eine Fassung verbeult werden. Oder ja, manchmal klemmt, hinten sieht man den Spanner, dann könnte sich das auch dort hineinklemmen, dann geht es dann ganz kaputt. Also ich stehe dann immer dabei, so die letzten 20 Minuten, halbe Stunde, gucke, wie, wann ist das fertig und halte auch die Maschine dann entsprechend zeitig an und nehme das Objektiv dann, so die letzten paar Zehntel Millimeter, nehme ich dann die obere Hälfte und knacke sozusagen das Objektiv dann ab. Ja, das ist dann im Prinzip ein Abbrechen an der Fassung. Das haben wir hier bei dem auch so gemacht. Genau. Also hier sehen wir haben es dann noch mal extra fotografiert von der anderen Seite. Unsere Kameras haben auch dementsprechend ausgeschaut, weil das Mittel sich überall verteilt. Der ganze Boden da in deinem Raum ist Ja. quasi ein bisschen glitschig, ölig. Ja. Richtig, deshalb hatte ich da Ja. so ein paar Zeitungen ausgelegt, dass ihr nicht abhaut da. Ich habe ja entsprechende Schuhwerk an. Gut, ja. Ja. Und hast du Probleme, dass die Objektive dann zum Schluss, also die obere Hälfte liegt ja quasi frei auf, ohne Spanne, Ja, dass die ins Vibrieren kommen und dadurch was längere. beschädigt werden Das Zoom kann? zum Beispiel, ja klar, das fängt an und vibriert, weil das entsprechende Masse hat. Und da muss man dann wirklich aufpassen. Da habe ich auch schon entsprechende Erfahrung drin, wann das dann abfällt und wann ich eingreifen muss. Ja. Ja, hier das Kleine, das fängt nicht an zu wackeln. Da muss ich dann halt eben gucken, wie weit ist das noch. Da muss ich dann, wenn ich im Metall anhalte, ja, ich säge ja quer da durch und man sägt ja erstmal durch Metall, dann durch das Glas und dann wieder durch das Metall. Und im Metall, da kann ich das Sägeblatt auch mal anhalten ohne Probleme. Ja, da gucke ich dann mal, wie viel habe ich jetzt noch zu sägen. Wenn das noch 2 Millimeter sind, dann weiß ich ja, okay, ich muss noch mindestens 10 Minuten dabei stehen und so weiter und so fort. Ja, das ist Genau, wichtig. hier sieht man auch einmal das Sägeblatt. Was hat das für einen Durchmesser? Weil ich habe das ja riesig in Erinnerung. Das sind 520 Millimeter. Hat das Durchmesser und hat ein der Innenkern ist 40, wobei dann auch die Hülsen, die das verspannen, die sind dann 60 Millimeter. Ja.
Und es ist ja ein speziell für dich angefertigtes Sägeblatt. Ja, das ist speziell angefertigt worden. Ich hatte also verschiedene Sägeblätter schon versucht und hier, das ist das mit Abstand Beste. Weil, ja, ich hatte vorher Sägeblätter, ganz normale Sägenblätter, die haben sehr große Segmentlücken. Und manche Objektive, da sind Federn drin. Besonders auch bei Zielfernrohren und so weiter. Und wenn sich dann so eine Feder in einem Segment verfängt, dann gibt es nur noch einen Knall. Und dann ist ich hatte mal so ein Nikon-Objektiv geschnitten für einen Kunden von Zeiss, der sammelt auch sowas, der macht das, der hat zu Hause, also in seiner Firma hat er dort so einen Schrank stehen, wo er verschiedene Objektive drin hat. Und da, ja, hatte ich ihm ein Nikon-Objektiv geschnitten, das hatte vorne um die Linsen drumherum sozusagen eine Spiralfeder mit einem Federdraht 1 mm Durchmesser. Und der hat sich dann in einem Segment verfangen, da hat es die ganze vordere Baugruppe rausgerissen. Ist auch klar nicht. Das Sägeblatt, die Maschine bleibt nicht stehen, die hat zu viel Kraft. Und da war dann, eine Hälfte war komplett ruiniert, da konnte ich nur noch eine dran anfertigen. Hier dieses Sägeblatt hat, hier in den Fotos sieht man schön ganz kleine Segmentlücken. Die sind also maximal 0,2 mm groß, da verfängt sich keine Also Feder. man sieht hier hinten, aber Ist das eine ist erst große im Lücke? hinteren Teil Ja, der Scheibe. genau. Die sind relativ normal, wie man es auch kennt, im Richtig. Verhältnis. Und Ja. hier vorne, ja, Das sind die. 0,2 mm Spalt. Genau, also ich Damit habe da schmutzen wir. mal ausprobiert, wie hier beim Fritz war. Also mit dem Fingernagel, wenn man dran geht, spürt man, dass da was ist. Aber man kann den Fingernagel schon nicht reinstecken, so eng ist es. Ja. Womit ist das beschichtet? Das ist nicht beschichtet, sondern das ist wie eine Trennscheibe auch. Ein Sägeblatt, das hier ist eine Bronzebindung mit Diamantkörner. Also Bronze und Diamant. Der Innenkern von dem Sägeblatt, das ist ein Stahlblech sozusagen. Und das ist eine sogenannte Bronzebindung, nennt sich das. Es gibt auch Kunstharzbindung, die hatte ich auch schon. Die schneidet etwas sauberer wie die Bronzebindung, aber jetzt kommt das Aber, die ist auch sehr empfindlich. Wenn man da eine Kugel zum Beispiel ansägt und die beginnt sich zu drehen, das kann immer mal vorkommen. Das reißt Löcher in das Sägeblatt. Oder Zielfernrohre, da sind vorgespannte Federn drin. Dabei hat es mir ein Sägeblatt zerrissen. Und so ein Sägeblatt, diese kunstharzgebundenen Sägeblätter, das hat ca. 1.100 € gekostet, netto so ungefähr. Das war dann hinüber. Na Sebastian, ich hatte sie ja gezeigt. Und Naja. das ist halt eben, ja, das würde etwas feiner schneiden, aber hier, dadurch, dass dieses Sägeblatt segmentiert ist, läuft das auch schon etwas ruhiger und gibt auch eher etwas nach. Als wie wenn es einen geschlossenen Rand hätte. Ich hatte auch schon Sägeblätter mit geschlossenen Rand. Ja, bei großen Teilen und viel Metall kann der Schmutz nicht weg, ja. Also der Abrieb im Prinzip. Und hier, diese feinen Segmentlücken nehmen den Abrieb auf, transportieren ihn nach innen weg zu dieser großen Lücke hin und somit haben wir dann einen schönen, sauberen Schnitt. Gut, beim Schneiden selbst muss man dann sagen, manche Körper in dem Objektiv verdrehen sich auch immer ein bisschen. Das sieht man auch hier bei der linken Objektivhälfte, die Linse, ja, die hat sich auch ein bisschen verdreht. Das sieht man links oben so ein bisschen ein Riss, ja. Und ganz links ist dann auch ein Abbruch, der hat dann nachher noch auf dem Sägeblatt gelegen, ja. Dadurch, dass sich das verdreht, verspannt es auch ein bisschen und dann den letzten Millimeter hat er dann mit einem Ruck weggeschnitten. Hängt auch damit zusammen, dass das in einer Kunststofffassung ist. Der Kunststoff spannt sich immer ein bisschen auf. Und diese Objektive, die haben auch ein bisschen Spiel. Und dann, ja, gab es hier oben diesen Abbruch. Das war aber nicht weiter schlimm. Das war so etwa 1,5 mm. Das konnte ich dann auch korrigierend durchschleifen. Und das ist ja auch, weil du das Schleifen gerade ansprichst, ist Ja. ja wirklich auch alles Handarbeit. Der Jan hat noch ein paar schöne Bilder Ja, gezeigt. schon komplett. Ja, Also gut. so sieht es das Objektiv aus.�
Und ich muss ja auch sagen, Fritz, bevor wir zu dir kamen, war ich ein wenig blauäugig. Habe ich gedacht, der schneidet es, dann haut das ins Ultraschallbad und es ist fertig. Ja. Häufelt von außen noch ein bisschen Sekundenkleber drauf, damit keine Linse rausfällt. Ja. Und das, was wir dann gesehen haben, und das kommt nämlich jetzt gleich, das hat uns dann schon sehr gewundert. Also hier sieht man nochmal, wie der Fritz das dann fertig Von der Scheibe von der nimmt. Scheibe nimmt. Genau, und da sieht man ungefähr die Größe der Scheibe und das Verhältnis. Auch da muss man ja aufpassen, dass jetzt die einzelnen Glieder nicht herausfallen und Genau so Ja, ist es, ja. ja. Und hier sieht man zum Beispiel, das ist das, was der Fritz schon vorbereitet hatte, wie wir hinkamen. Das war das größere Zoom-Objektiv, wo er dann 10 Stunden dran nur geschnitten hat. Und dann kommen Ja. zwei solche Hälften raus. Ja. Ja, so hält er es dann nochmal in der Hand. Und das sieht man hier zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Blendenlamelle. Ja, das ist so von, das ist sogar, weißt du, ihr habt hier so an den Linsen vorne, das ist im Prinzip eine Blende, die eine Linse so ein bisschen abdeckt. Ja, Ah, ja. und die sind natürlich so dünn, dass es die beim Schneiden dann auch schon mal wegzieht. Ja. Und dann fängt das, wird das Ganze angefangen. Ich kämpfe gerade mit meinem Computer. Ja. Und wird noch erstmal so in der Hälfte mit den losen Linsen und dem Bandschleifer geschliffen. Geschliffen, richtig. Das Ja. geschieht mit zwei verschiedenen Körnungen. Wir tun Vorschleifen mit 120 und dann Feinschleifen. Das wird dann auch immer mit wirklich scharfem Korn gemacht mit 240. Und du verwendest da auch Ja. spezielle. Das sind speziell, also was heißt Spezialbänder? Ich hatte anfangs versucht, das mit den ganz normalen Korundbändern zu machen, die man auch im Baumarkt ohne Problem be bekommt, aber die sind sehr schnell stumpf, je nachdem, welche Gläser da drin sind. Es gibt ja weiche, die Fluorite, oder es gibt auch sehr harte Gläser. Gute Firmen nehmen die für die Front und für die letzte Linse. Und ja, dann ist das Band natürlich sehr rasch stumpf, auch je nachdem, was im Metall verwendet wird. Und dann nehme ich also hier jetzt Siliziumkarbidbänder. Die schärfen sich ja von selbst nach. Das heißt, das Korn, das bricht immer ein bisschen ab und das Band ist selbstschärfend bei diesem Materialtyp, bei diesem Materialmix. Gut, und dann kommt es, was ich nie gedacht habe, dann wird erstmal das Objektiv oder die eine Objektivhälfte zerlegt. Die Ja. zweite behältst du dir ja immer als Muster wieder zum Ja, Zusammenbauen. Und ja. wenn das eine fertig gebaut ist, wird dann erst das zweite gemacht. Richtig. Und da waren wir ja live dabei, wie dann die Bereitung, wie das dann passiert. Dann werden die Linsen alle rausgenommen, Ja. weil die nämlich, sieht man innen im Objektiv, dann ganz schön schmutzig werden. Und dann, obwohl wir das für gut befanden, fängt der Fritz dann an, schleift die Linsen nochmal nach. Mich hat es auch total fasziniert, wie du auf Anhieb siehst. Also ich hätte gedacht, das sind glatte Flächen, aber du siehst ja so kleine Unebenheiten da drauf und weißt sofort, was da nochmal nachgeschliffen werden muss. Und ja, da kann es ja passieren, dass du an einem Objektiv meinetwegen 40 Linsen nochmal nachschleifst. Ja? Ja, Das ist selbstverständlich. Auch hier das Facettieren, das wird immer von Hand gemacht. Ne? Und trotzdem sehen die Facetten aus, als wären die von der Maschine gemacht worden, weil das ja gleichmäßig sind. Das Ja. sieht alles so easy aus, ist aber halt eben sehr viel Erfahrung auch mit dabei. Ja. Besonders hier beim nächsten Schritt ist Erfahrung absolut erforderlich. Ja. Ja, da geht er nämlich dann mit den Linsen, wenn mal ein halber Millimeter weggeschliffen werden muss, nochmal an den Bandschleifer dran. Richtig. Das war Ja. sogar, das war die Linse, die so ein bisschen ausgebrochen war, die wir eben gesehen haben, so etwa 1,5 mm waren das sogar. Und da muss ich dann aufpassen, dass ich die nicht 1,5 mm runterschleife, sondern nur die 0,75, weil ich fange ja da an zu schleifen, wo auch der Ausbruch ist. Ja, und dann habe ich im Prinzip nachher nur die halbe Höhe von der Linse verloren. Ja, und dann sieht das auch nicht ganz so schlimm aus. Und hier bei dem Objektiv bin ich dann auch hingegangen, weil das eben nicht ganz so viel war. Da habe ich einfach das ganze Objektiv dann runtergeschliffen. Das war ja ein kleines Objektiv, das ging dann schon. Also so Ja. 10 Minuten, dann war das weg, das bisschen. Ja. Und hier sieht man, Ja.
Genau. Die Fläche ist in Ordnung, nicht? Ja, Ja. genau. Die ist also auch von Hand nachgeschliffen worden, richtig. Ja. Und dann packt der Fritz alles ein und geht so schmutzig sind nämlich dann die Linsen und alles tatsächlich. Nach dem Schneiden geht zu seinem Ultraschallbad und da wird dann alles sauber aufgelegt. Und das ist nur von einer Objektivhälfte, muss man dazu sagen, Ja. inklusive den ganzen Dichtungsgummis und das war ja ein Autofokusobjektiv, also auch Elektronik, Motoren, alles kommt da mit rein. Ja. So sieht es nach dem Ultraschallbad aus. Wie lange waren die im Ultraschallbad, die So Teile? 15 bis 20 Minuten vielleicht. Ja. Also die müssen sowieso alle von Hand nachgereinigt werden. Das macht da keinen Sinn, dass man da eine Stunde, man kann das eine Stunde laufen lassen, ja, aber dadurch, dass sie so verschmutzt sind, ist auch bei so einem großen Objektiv hier, wie in dem Fall, das Bad verschmutzt. Das heißt, das wird nie richtig sauber. Ja. Die Linsen tust du aber nicht ins Ultraschallbad. Doch, die kleinen schon, die großen nicht. Jetzt besonders hier, das ist der Achromat vorne, ja. So, jetzt haben wir ein Achromat, sind in der Regel auch zwei Glassorten. Wenn der so groß ist, nicht, das Ultraschallbad wird ja geheizt. Ja, und wenn die Linsen durchgeschnitten sind, dann sind natürlich auch Spannungen noch zusätzlich drauf. Und dann würde, wenn ich diese Linse im Bad hätte, besteht die Gefahr, dass die reißt oder auch, dass die eine Linse einfach von der anderen abfällt. Ja. So, und das haben wir alle schon erlebt. Und deshalb werden die größeren Linsen alle von Hand gereinigt. Die kommen nicht ins Ultraschallbad, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei dem Auftrag von Leica die Noctiluxe zu schneiden, wenn dir da so eine große Linse kaputt geht, bekommst du Ja, die auch einzeln nach oder? dann, ja, ich ja, sag auch immer schon, bevor ich schneide, Achtung, da kann was bei kaputt gehen. Ja, und das war auch beim Noctilux pa passiert. Ich habe hier, ich weiß jetzt aber nicht, ob man das durch die Kamera sieht, ich habe da extra mal aufgehobene Linse. Ich schalte die mal in die Kamera. Ob sieht man da unten, da sieht man jetzt schön den Riss unten drin. Durch die Linse durch, ja, und das ist beim Waschen passiert, bei der Linse, ja, und die war gar nicht so groß, ja, die war dann hin. Und dann habe ich also gebeten, mir eine neue zu schicken, die schneide ich dann aber von Hand nach und ja, die wird dann passend eingeschliffen, weil die Höhe, wenn ich die von Hand schneide, dann stimmt erstmal die Höhe nicht. Ich lasse da auch genug Material drauf, denn wenn von Hand geschnitten wird, dann sind die Ausblätter doch ein bisschen größer unter Umständen. Ja. Und das war also eine sehr empfindliche Linse, was das betrifft, die Temperaturen. Wie gesagt, wenn die durchgeschnitten sind, dann sind da auch noch mehr Spannungen drauf, dann ist die Gefahr groß, gerade bei auch großen Linsen, dass sie dann reißen. Ich hatte auch schon bei Nikon gehabt mal, dass mir eine kleine Linse mit Durchmesser von 20 mm gerissen ist. Da steckt man natürlich nicht drin. Ja, da ruft man an und schickt ein Foto von der Linse und das sagt keiner was her. Das kann immer mal passieren. Genau. Ja. Und nach dem Reinigen, hier sieht man es ja, da kontrollierst du dann auch nochmal bei allen Metallteilen Die Flächen, ja. die Flächen, genau. Richtig. Und dann Hier geht es links bei nochmal den zur kleinen, Schleifmaschine hin. Ring sieht man ja, dass der nicht ganz durchgeschliffen ist. Und zwar, das ist sozusagen ein Überwurfring, ja. Wenn der durchgeschnitten ist, dann sackt er auch ein Stückchen ab unter Umständen. Wenn ich den durchschleifen wollte, dann wird das Objektiv dann 4 mm kleiner. Das wollen wir ja nicht. Also dann schleife ich das dann von Hand nochmal nach so einem kleinen Ring dann, ja. Genau. Und so sind dann mal die Einzelteile von der Fassung, von einer Ja. Hälfte. Ja. Ja. Und dann, wenn alles nachgeschliffen ist, dann geht's hoch in Fritz sein Büro, von wo er jetzt auch überträgt. Ja. Ja. Und dann werden die Einzelteile erst einmal alle ausgelegt. Und hier sieht man jetzt ja rechts, das ist die eine Schnitthälfte, ja, die er braucht als Muster zum Zusammenbauen. Links haben wir mal die verschiedenen Gläser hingelegt. Und also darunter und ganz links sind noch die Fassungsteile. Und dann liegt nämlich das Hauptwerkzeug da, weil dann wird gefühlt erstmal 5 Stunden geputzt. Ja. Ja,
damit alles 100% sauber ist mit Alkohol, damit auch der Klebstoff hält. Richtig. Also wenn man jetzt rein von den Arbeitszeiten messen würde, müsste man sagen, du bist ein Objektivputzer. Ja, ja, ja. Genau. Mit Sicherheit. Ja, hier sieht man das nochmal, wie viele Einzelteile in dem Objektiv drin sind. Und ja, dass das alles nochmal nachgereinigt werden muss. Die liegen schon so in etwa, wie die auch montiert werden. Nicht? Also da achte ich dann schon drauf, die Linsen in der Reihe und dann halt eben auch die Vorschau bringe, womit die Linsen gehalten werden und die Fassung, die sind dann schon bei den Linsen. Und wenn ich dann halt eben anfange, so die, ich mache immer zuerst die Linsen in die Fassung hinein und da, dann ist dann schon mal die gut die Hälfte von den Teilen weg, ja. Das ist ein gutes Puzzle, ne? Also. Ja. Es braucht ein gutes Auge, du musst in der anderen Hälfte sehen, wo die Teile auch sitzen. Ja, was bei den O-Ringen, bei den Ringen manchmal schwierig ist, weil die ziehen sich auch schon mal zurück. Ja. Da muss ich dann schon mal ein bisschen auch aufmachen, um zu sehen, wo der jetzt genau sitzt oder welche Farbe das ist. Hier bei dem Zoom-Objektiv, da habe ich die meisten rot gemacht, damit man, da waren noch schwarze drin, die hätte man nicht so richtig gesehen. Und da habe ich dann die Ringe einfach auch rot gemacht, damit man die im Schnitt auch schön sieht, dass man sieht, dass da abgedichtet ist. Ich habe zwei weiße sind da verbaut und die habe ich dann natürlich auch weiß gemacht. Die sieht man auch anständig. Ja. Genau, und da sieht man schon, da ist er am Putzen und am Putzen. Und jetzt sieht man auch schon, wie viel sauberer, wenn ich es mal richtig schaffe, die Linse jetzt ist und wie schön die ausschauen. Und da waren sie auch schon in die erste Fassung reingeklebt. Richtig. Das ist das erste Glied vorne. Genau. Mit was klebst du die Linsen wieder rein? Also das kommt ein Stück weit drauf an. Für den ganz normalen Vorgang, da nehme ich den Uhu Plus, der so ein 5 Minuten fest ist. Wenn aber ich zwei Komponenten. Meine, ja, zwei Komponenten. Ja, ja, klar, der Uhu Plus ist zweikomponentig. Wenn ich jetzt die Linsen in eine Metallfassung klebe, kann ich auch den Loctite 638 verwenden. Das ist ein Kleber für Wellennabeverbindung. Haben wir jetzt hier bei dem Objektiv nicht. Hier habe ich mit 638 geklebt die Metallfassung. Ja. Und hier hinten links im Bild sieht man nochmal schön das Aceton, was du viel zum Reinigen nimmst. Neben das ist in dem blauen Fläschchen drin, ja. In dem weißen ist der Alkohol. In dem kleinen ist der Alkohol, in dem großen blauen, da ist das Aceton drin. Ja. Genau. Ja, hier sieht man dann auch, wie sowas zusammengeklebt ist. Ja. Ja. Und das kann dann wieder in das nächstgrößere rein. Richtig. Ja. Das sieht man schön. Und was dann auch noch so schön ist, man sieht jetzt selbst hier gar nicht, dass die Linsen geklebt sind. Ja, du ziehst die nicht ganz bis zur Schnittfläche hoch, oder? Den Kleber. Naja, schon. Aber ich putze ihn auch, wenn der hier austritt, der, ganz links an der letzten Linse, an der unteren, sieht man so ein klein bisschen. Ja? Das habe ich dann nachher noch weggemacht. Ja. Das wird mit Aceton, also hier den Uhu Plus, den kriegst du nur mit Aceton weg, nicht mit Alkohol. Ja. Ja. Genau. Und dann brauchst du, und da sieht man dann, wir waren ja dabei, da sieht man dann, wie er die einzelnen Linsengruppen zusammensetzt, in die Fassungen reinmacht, ja, oder reinsetzt, reinklebt eigentlich, richtig gesagt. Ja. Ja. Und dann das Zweite ist immer da, um zu schauen, ja, wie die Linsen wieder reingehören. Und da sieht man deine wunderbare Frau, richtig, die uns so gut bewertet hat. Ja. Die stand auch immer kurz hinter mir. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wir haben es gesehen. Wir wollten dich nur nicht beim Reden unterbrechen, sonst hätten wir schon mal. Und viele unserer Zuhörer waren auch schon da, wo deine Frau früher gearbeitet hat. Okay. Nämlich im Leica-Werk in Portugal. Super. Und da hast ja auch du lange Zeit gearbeitet. Richtig, 18 Monate war ich dort, ja. Genau. 18 Monate warst du da und hast dann deine Frau als Beute mitgebracht, sozusagen. Gelegenheit macht Diebe, ja. Ja. Genau. Aber du hast auch vorher schon für Leica gearbeitet. Ja. In Solms.
Ich habe mir seit 1973 im Prinzip. Ja. Ja. Da habe ich die Ausbildung begonnen und ja, dann so langsam aber sicher. Genau. Und bei Leica hast du mich nie das machen dürfen, was du eigentlich immer machen wolltest. Ja, man hat mich immer in die AV gesteckt, ja, da bist du doch gut und so. Ja, natürlich. Aber ich wollte eigentlich immer in die Entwicklung. Und das ist mir dann später auch gelungen. In einer anderen Branche, in einer anderen Firma. Ist ja nicht so schlimm. Ich bleibe der Optik ja treu, wie ihr seht. Genau, so ist es ja. Aber wie bist du jetzt zu dem Objektivschneiden eigentlich gekommen? Ja, da war eine Anforderung aus dem Vertrieb. Und zwar, wir haben geplant die 50er Ferngläser damals. Und da haben wir zwei Schnittmodelle bei der Firma Befort in Wetzlar machen lassen. Da hat ein Fernglas gekostet 1.900 Mark. Also knapp unter 2.000 Mark. Das war noch ein Betrag, ich glaube 1.950. Und ich habe das damals betreut, das Schnittmodell machen für das Fernglas. Und die haben also alle Teile einzeln hergestellt. Ja, die haben also einen Körper bekommen, abgesägt, abgefräst und dann wirklich alle Teile einzeln hergestellt. Und deshalb war das auch, das war 94 so teuer. Gut, Walter Schwab, später bei Zeiss, ist jetzt im Ruhestand und der hat gesagt, Mensch Fritz, wir brauchen Schnittmodelle, die kommen so gut an bei den Kunden. Und ich habe dann verschiedene Anfragen dann losgelassen mit den Schnittmodellen, die ich hatte. Und das war aber alles so etwa so diese Preislage. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das müsste doch auch anders gehen. Da habe ich bei mir in der Schublade, wir haben auch die Colorplan-Objektive geplant. Das sind die Projektionsobjektive für die Diaprojektoren. Die Älteren werden die noch kennen. Und da hatte ich einen super Colorplan am Platz. Das war eine Vollmetallfassung. Und das war aus der Nullserie. Das war also nicht verkaufsfähig, aber halt eben funktionsfähig. Gut, habe ich mir gedacht, das nehme ich mal mit. Habe ich das meinem Bruder gegeben, der hat in der Glasindustrie gearbeitet, in Camberg beim Glaskontor und die haben da Glassägemaschinen. Da habe ich gesagt, Mensch, guck doch mal, meinst du, kannst das Ding durchschneiden? Da sagt er, ja, das schneide ich doch locker durch. Und tatsächlich, der hat so 5 Minuten gebraucht, da war das Ding durch mit entsprechenden Ausblätzer und so weiter. Wir haben es dann auch geschliffen, also man konnte da schon, man hat schon festgestellt, ja, mit so einer Methode könnte man ordentlich was machen, wenn man da ein bisschen dran arbeitet. Naja, mit ein bisschen dran arbeiten, was dann auch nicht getan ist, muss dann noch ein bisschen mehr gemacht werden, weil das Colorplan, das war dann schon doch ein eher einfaches Objektiv. Da waren ja keine beweglichen Teile drin. Das ist ja ein Objektiv, das sind alle Linsen einfach fest verschraubt. Da ist ja keine Entfernungseinstellschnecke und auch keine Blende drin. Ja, das ging im Prinzip einfach zu schneiden und da ist nicht viel bei kaputt gegangen. Ja, und da bin ich dann da drauf gekommen und da habe ich dann auch in den 90ern, allerdings so mehr als Spaß dann für Leica schon Schnitte gemacht. Das waren damals die Tri-Elmas. Die wurden von mir geschnitten. Also mein Bruder hat die geschnitten, ich habe sie geschliffen. Ja, und dann hat es eine ganze Weile gedauert. 2002 habe ich die Fräsmaschine gekauft und da habe ich dann auch selbst geschnitten. Da habe ich von meinem Bruder mal ein Sägeblatt bekommen. Erstmal so ein gebrauchtes. Und da habe ich dann die Ferngläser drauf geschnitten. Das waren, ich glaube, 20 Stück. Und etwas später habe ich dann mich mit den, ich habe aber auch schon gemerkt, ja, mit dem Sägeblatt, das ist nicht das Wahre. Und da habe ich dann verschiedene Sägeblätter ausprobiert. Ab 2008 habe ich dann auch für Zeiss geschnitten. Das war dann die erste sozusagen Fremdfirma. Und die wollte auch die Linsen verklebt haben. Bei den Ferngläsern braucht man das nicht machen. Die waren sehr hoch über Mitte geschnitten, mindestens 5 mm. Und da ist nichts rausgefallen. Und ja, da habe ich dann auch mal angefangen, habe mit anderen Sägeblättern gearbeitet. Bis wir dann den Qualitätsstand haben. Ja, solche waren das, genau. Wer jemals bei uns im Store war, der kennt es. Ja, das steht seit geraumer Zeit hier, seit Eröffnung. Ja. Ja. Also selbst das haben wir von dir, Fritz. Nicht nur die Noctiluxe in allen Ausführungen, sondern auch das Drehen. Die sind also schon gut 20 Jahre alt, die Drehen. Mhm. Also. Mhm. Da waren die letzten habe ich 91, glaube ich, geschnitten von der Art. Ich weiß nicht genau. Ja. Gut.
Ja, und dann fing dann der Run an, dann bin ich dann auf die Photokina und auch auf die IWA gegangen, habe dann Kunden angesprochen. Das hat dann natürlich auch eine Weile gedauert. Keiner wollte so richtig glauben, was ich da mache. Ja. Bis man sich da mal durchgesetzt hat, nicht? Na, du hast ja auch jetzt ein ehrgeiziges privates Projekt, ne? Du möchtest ja tatsächlich eine Kamera mit Objektiv zerschneiden für dich Ja, selbst. richtig. Ja? Ja, die habe ich hier liegen. Ich habe schon angefangen, das so vorzureinigen und vorzubereiten. Das ist also eine Leica Flex SL. Die habe ich 1975 gekauft, die Kamera. Und das Objektiv, was ich dazu hatte, das hatte ich ausgeliehen, ist nicht mehr zurückgekommen. Da hat mir Leica dann eins spendiert. Ein gutes altes Stück. Und ja, das will ich jetzt mal so durchschneiden. Natürlich. So. Ja. Weil die SL, das ist ja nun mal. Der finde ich heute noch einer der besten Sucher, die es überhaupt gibt. Ja. Da schaut man rein, da sieht man ein anständig großes, helles Bild. Ja. Du hast ja auch eine besondere Geschichte mit dieser Kamera, Ja. Ja, ne? natürlich. Ich war mal Gruppenführer von der Reparaturabteilung, wo die Kamera auch repariert wurde. Richtig. Ich zuerst bin 82 bin ich dorthin. Und da habe ich die Kamera repariert und 87 bin ich dann Gruppenführer da geworden. Als die Leica so mit dem Umzugsgedanken begonnen hat, ab Dezember war ich dort Gruppenführer. Dezember 87, so. Ja. Genau, du meinst den Umzug, wie sie dann von Wetzlar Wetzlar. nach Solms raus, ja, auf die grüne Genau. Wiese. Genau. Ja. Ja. Und dann warst du, danach warst du im Prinzip immer in der Arbeitsvorbereitung. Ja. Seit 1989 in der Arbeitsvorbereitung bis 1990, da bin ich nach Portugal entsandt worden. Da war ich dann Leiter der Arbeitsvorbereitung im Werk in Portugal. Ja. Ja. So. Und wie lange warst du dann bei der Firma Leica? 27 Jahre. 27 Jahre. Und dann hast du dir deinen Traum erfüllt Ja. und konntest in die Entwicklung gehen. Richtig. Ja. Ich wollte schon immer was Kreatives machen. Klar, bei Leica, das Werkzeuge haben wir ja auch entwickelt. Ja. So die Halter für die Prismen und so weiter. Und kleinere Handhabungsvorrichtungen, auch größere Sachen. Aber das war doch nicht das, wenn da am Produkt arbeitest, nicht. Ja, nee, hat auch jeder Verständnis dafür. Ich meine, wenn man sein ganzes Berufsleben so einen Traum hat und Ja. hat dann mal die Chance, den auch zu verwirklichen, dann muss man das auch wahrnehmen. Ja. Natürlich. Und du bist ja immer noch mit der Optik heute verbunden. Ja. Ja, was gab es mal so was Kurioses, was du zerschnitten hast oder wo irgendwas Kurioses dann drin war? Oder von der Kurios. Konstruktion. Ja, kurios. Was heißt kurios? Interessant war eigentlich hier das Fujitsu. Und zwar dahingehend, dass die Zoomglieder durch Extender aufgerichtet wurden. Das ist aufwendig gemacht. Das ist aufwendig und auch positiv zu sehen, weil das sind ja auch zum Teil Kunststofffassungen und ja gut, Kunststoffteile. Jeder weiß es, wenn die gespritzt werden, eine Maschine läuft an, die hat, da ist nie ein Teil wie das andere. Das gibt es beim Drehen auch nicht, beim Fräsen. Aber das Material ist auch nicht immer so 100% das gleiche, auch wenn das zertifiziert ist. Also hat man immer irgendwie unterschiedliche Teile. Und ja, hier bei dem Fuji-Objektiv war mir halt eben aufgefallen, wie gesagt, dass die Glieder über Extender im Strahlengang aufgerichtet sind. Und das ist schon aufwendig zu machen. Da braucht man ja für jedes Glied, was man da entsprechend aufrichtet, auch eine entsprechende Kollimator-Einstellung, irgendwo ein Korrekturobjektiv, ja, weil das ist ja nicht die komplette Brennweite, man muss das ja auch über einen gewissen Weg hin prüfen und so weiter. Das ist schon richtig gut gemacht. Aber so ein Leica M-Objektiv, wo nur Metall und Glas drin ist, ist dir schon lieber, oder? Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen, hinstellen wollen. Beide haben ihre Schwierigkeiten. Das Noctilux, das ist sehr dicht gebaut. Da darf man auf keinen Fall schnell durchfahren. Hier
da sind Kunststoffteile drin. Wenn man da schnell durchfährt, spannen die sich auf wie ein Flitzebogen, ja, wie ein Bogen. Und das geht auch nicht. Also die Teile, sag ich mal, der Kunststoff lässt sich schlechter schneiden vom Schneiden her wie ein Metall. Ja, es ist ja wirklich ein Durchschleifen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das eine lieber ist wie das andere. Das würde ich so nicht stehen wollen. Nein. Aber du hast ja jetzt ja schon von vielen, vielen Herstellern Ja. Objektive geschnitten. Ja. Und was ich jetzt so vermute, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber dich kann ich das fragen. Gerne. Bei Leica wissen wir ja, dass die Asphären aus Glas sind. Ja. Und bei den Asiaten, die machen das aus Kunststoff. Viele. Ja. Viele. Man kann, man sieht das auch, ja. Ich habe mal ein ganz interessantes Objektiv gehabt. Und zwar, das war für eine Kamera von Mobiltelefon von Nokia. Und da war also auch eine Kunststoffasphäre drin. Ja, das war also schon wie eine Welle war das aufgebaut. Ja. Also das könnte man in Glas wahrscheinlich gar nicht schleifen, aber das ist schon richtig die, ja, ich sag mal, das sind dann gepresste Linsen, ähnlich wie bei einer Brille auch. Und es gibt auch so genügend Kunststofflinsen auch in Objektiven drin. Klar, Ja. das ist natürlich günstiger herzustellen. Und ich Ja, sag viel mal, günstiger. die sind wahrscheinlich auch so gerechnet, ja, das Bild, das wird schon, aber man kann das nicht mit einer geschliffenen Linse vergleichen. Ja. Sicher nicht. Und du weißt ja, bei Leica nehmen sie ja nur geschliffene Linsen Ja. und die Asphären brauchen ja gerade die großen vom Noctilux, die brauchen ja ewig in der Herstellung. Ja. Und da ist es natürlich, da ist, ich sage mal, das hängt bei Schott länger das Glas im Kühlturm als die Herstellung von der kompletten Kunststoff-Asphärenlinse benötigt. Denke ich auch, ja. Ja. Je nachdem, was das für ein Glas ist, muss das ja mindestens über einen Tag oder auch noch länger abwirken, nicht? Ja. Oder deutlich länger. Genau. Ja, was gibt sonst so Erfahrungen noch von dir beim Schneiden von Objektiven oder? Beim Schneiden, ja. Ja, du machst ja hauptsächlich, Ja, schneidest klar, beim Schneiden. Naja, ich sag mal so, bei Zielfernrohren. du Das sind die spannendsten Objekte, weil das entwickelt schon mal Geräusche, die einem die Herzspitze in die Fußspitze treibt, nicht? Mhm. Ja, weil da kann da schon mal krachen drin, wenn da so die Federn durch sind, die Spannung raus ist, ja, und dann knallt das schon mal richtig so. Und wenn auch das hörst du auch mit dem Gehörschutz dann, keine Sorge. Und ja, da passiert in der Regel auch nichts bei. Es sei denn, was auch schon mal vorgekommen ist, man sägt jetzt genau durch so ein Führungsröllchen durch, ein Zielfernrohr im Umkehrsystem. Die Systeme sind nur mit einem Röllchen geführt. Und wenn ich dann durch diese Achse genau durchschneide, sozusagen durch den Stift, dann kann das passieren, dass das obere Teil durch die Drehung vom Sägeblatt nach hinten abhaut, wo das Absehen sitzt. Da ist ein etwas größerer Raum. Da kann das nach hinten runterfallen und hochkippen. Da habe ich dann auch schon mal so quer durch so ein Teil durchgesetzt. Da habe ich mich gewundert, wie das denn passiert ist. Ja. Und ja, das sind so Überraschungen, die erlebt man dann schon mal. Ja, das gut.